So, da bin ich wieder mit Red Dead Redemption 2. Natürlich hat er nicht gespeichert. So now we have a real problem. This must be the boat he called in from Cuba. That's a goddamn warship. You kind of have to hand it to this feller. So I guess great minds think alike. So what now? We fight all we want. Any of you boys feel like running? So what do we do? I will go get the cannon ready. Okay, let's get to it. Nicht schieben. Ich würde mithelfen schieben. Warum macht das jetzt noch nicht? Muss jetzt warten, bis es sagen. Was sind sie denn jetzt? Da. Ja, natürlich. Ich fange an und dann ist es plötzlich leer. Bis ich mal das mitschieben kann hier. Sind sie denn jetzt hier? Da. Müssen natürlich auch gleich 100 Mann sein. Welche Flinte? Okay, then. Follow me. This is kind of fun. Dass er nachlädt, es ist zum Kotzen. Kann ich die eigentlich plündern? Ah, ich gehe doch schon. Kann ich nicht zielen? Hallo Merlin und danke fürs Kompliment. Ja, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Gibt's doch nicht. Das gibt's doch wohl nicht. Ich renne hier auf jede Seite und es ist keiner. Die schießen alle und ich sehe niemand. Da.
Denkst du, ich krieg die mal? Aua! Mein Tag war recht ruhig. Ich habe ja noch Urlaub. Ich sag mal so, chillen, also relaxen. Sowas. Und bei dir? Hast du gearbeitet? Noch einer? Wo ist denn der eine? Hier. Frühschicht. Ja. Ja, das war sehr schlau. Ich dachte nicht, dass es so tief ist, aber okay. So, jetzt ist was. Irgendwie hat das nicht so viel gebracht. Nehmen wir halt was zum Heilen, so. Das ist Dutch, so wie es aussieht. What do we do? Two of us must go and use the cannon. You go, Arthur. I'll gladly hold them off this beach a while longer. You sure? Just certain, son. By my leg. You think that cannon will be enough? Only one way to find come. Out. Come. Christ's sake, how many men is Fusar got? That's the problem. It doesn't matter how many we kill. He will have the money to get more. Ah, da braucht er mal ewig zu plündern. Aber Silberring, das ist gehört bestimmt von Höckern. Ich komme doch. Ja, Afa, lass dir nur Zeit beim Plündern. Wir haben es ja überhaupt nicht eilig. Ach, ich habe jetzt das Vergnügen mit der Kanone, Busch. Schieße doch wie eine Wahnsinnige. So, nachladen. Dauert jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde. Ja, wobei, ich weiß, passiert halt. Sie sinken, na Gott sei Dank. Let's get down from here. Come on. That was quite some shooting, boys. Thank you. What now? Oh, they'll be back. But I found a boat for you. And he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain. Oh, hello, Alex. And discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. Geht's dir heute ein bisschen besser? Also bist du nicht gar so fertig? Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir geht's heute ein bisschen besser. Munterer, wie auch immer. Merlin, meinst du jetzt den Anfang von The Last of Us Teil 1 oder 2? Also beide Anfänge sind heftig, aber ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt wirklich Teil 1 meinst oder den zweiten. 2, ja.
Also ich habe das ja auf YouTube, also ich habe den Let's Play davon gemacht. Ach Gottchen, ausgelaschter Turnschuh ist fitter. Auf YouTube habe ich ein Let's Play gemacht, nicht live. Und da hatte ich einen richtigen Nervenzusammenbruch. Weil das waren ja so meine Lieblinge. I thought I was dead for sure. Oh, Tinnitus. Oh, das ist aber heftig. We got a real problem. Nice Mr. Fusar don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well... Das ist sehr unschön. They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions. So when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. He's thorough. Nasty and vindictive. However, in this instance, Hörprobleme, ach Gottchen. Also du hast aber auch immer, oh, du hast immer mit irgendwas zu kämpfen, ne? For once, I agree with you. They're cool. Oh, I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right, Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, Arthur, let's get to work. They're cool. We follow you. Anale, this way. Gibt's Days Gone 2? Ja, das wusste ich gar nicht, dass das Teil 2 kommt. Da muss ich mir den Trailer aber auch mal anschauen. Ich hab mein Messer doch. Was willst du denn noch? Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Oh, das ist ja cool. Also dann werde ich das definitiv auch spielen. Dass er immer seinen schönen Bauch immer zeigt noch hier. Der schafft es nicht mal, sein Hemd zuzuknöpfen. Es sei denn, die Knöpfe sind abgerissen. Das weiß ich jetzt nicht. Maika, der Arsch. Schießt hier irgendwo einer oder bin ich blöd? Nee, das kommt von uns. Von unseren Leuten. Ich dachte jetzt schon. Na. Zeig dich. Zeig dich. Na also, geh doch. Ach, lauf. Im Dschungel? Gute Frage. War das der Dschungel? Also wir haben, ich weiß nur, dass wir das letzte Mal ja, so in irgendeiner Gebüsch und Höhle waren, wo wir eine alte umgelegt haben, beziehungsweise war das, sag's doch, Dutch. Oh, das ging schön im Kopf. Vor allem schön im Kopf. Munition. Noch nicht verstecken. Ich muss mich hier oft verstecken. Es kommt drauf an, wie du das meinst. Und Merlin, ich weiß noch nicht, was ich danach zocke. Also ich bin ja für Vorschläge offen.
Ich habe eigentlich noch nichts geplant. Also ich mache ja noch Horizon Zero Dawn. Und ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts geplant. Also ich gehe viel auf die Zuschauer, was sich die Zuschauer wünschen, da gehe ich viel drauf ein. Also einfach Vorschläge machen. Oh, was ist das? Sag mal, warum zielt er denn nicht? Gibt's doch wohl nicht. Nochmal The Last of Us 2 mit wenig Kills? Wie nochmal The Last of Us 2? Dann ging ohne jemanden zu töten. Also ich soll nochmal The Last of Us 2 spielen, meinst du jetzt? Und Outlast 1 und 2, also Outlast 1 habe ich ein Let's Play gesehen, also das wäre nicht mehr komplett blind, aber ich glaube so viel... Also ich kann mich aber auch an die ganze Story, so besondere Story war das jetzt glaube ich nicht. Also ich glaube, das könnte ich nochmal, das war so ewig her, wo ich da ein Let's Play gesehen habe. Ich glaube, das könnte ich machen. Ich weiß nur, dass es ja sehr horrormäßig ist, das weiß ich noch. Ja, ich wurde schon mal gefragt, ob ich The Last of Us 2 nochmal spiele. Ich sag gleich mal dazu, ich habe es versucht nochmal durchzuspielen, ich habe es aber nicht, ja, geschafft, will ich mal sagen. Also bis zur Hälfte ja mit Ellie, aber wo ich mit Abby wieder hätte spielen müssen, da war es aus bei mir. Also, ich weiß nicht, es ging einfach nicht. Es ist nicht so, dass ich mich dagegen gesperrt hätte oder so, aber es war einfach aus. Also es ging nicht mehr. Ich konnte es nicht weiterspielen. Weil ich diesen Charakter einfach verabscheue und das, und deswegen habe ich halt ein Problem damit. Also ich weiß nicht, ob ich an The Last of Us 2 jemals wieder ran kann. Kann ich nicht sagen. Also ich war davon zu sehr enttäuscht und wütend und alles und ja. Also das Gameplay macht sehr viel Spaß. Also das muss ich wirklich sagen. Das Gameplay ist super. Und das macht wirklich mega viel Spaß. Dagegen sage ich ja auch nichts. Also das ist wirklich ja, gut. Den Riesenkerl muss man killen, das stimmt. Aber ich glaube, wir dürfen nicht zu viel spoilern, weil Merlin hat, glaube ich, nur den Anfang bisher gespielt. Ich glaube, der kennt den ganzen Teil noch nicht. Arthur, will you grab that captain, so we can get out of here? What are you waiting for? He's in the blue. Ja, eben, deswegen, Alex, also wir spoilern jetzt nicht zu viel, ne? Wie gesagt, ich sage halt nur, dass es halt mir schwer gefallen ist, das Spiel weiterzuspielen nach diesem Anfang halt, nach diesem schlimmen Anfang. Also einmal hatte ich es ja mit Mühe und Not schon durchgespielt und nochmal habe ich es einfach nicht hingekriegt. Es ging einfach nicht. Es war wie eine Blockade in mir. Gibt's denn Outlast auch für PS4? Hoffentlich, weil mir fehlt nämlich noch das Equipment für PC-Spiele. Das heißt, man braucht dafür ja einen Tower, wäre am besten. Ich habe ja nur einen Laptop und mehrere Bildschirme und dies und das und tralala. Das ist ein bisschen aufwendiger. Oh, I got you now, you bastard. We are all bastards, my friend.
but only one of us is some. Ich dachte, Dutch schielt auf mich. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Ich denke mal, es kommt auf den Schwierigkeitsgrad drauf an. I'm sure we will. But not today. Not because of you. The US Navy is on the way. I am sure they are. Which is why. Was soll ich denn jetzt machen? Or you are dying, right? Soll ich etwa einen abknallen oder was? We've killed Ups, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Das war jetzt nicht so geplant. Alle bedrohen sich gegenseitig und ich knall einfach ihn ab und naja. Oh, I've had enough of this, Arthur. The rifle? Sure. Are you men gonna give up? Kurz einen Moment. You're gonna die. Put okay. Your guns down. Da ist jetzt die Frage. Also ich soll jetzt irgendeinen abknallen oder was? Ja, das ist ja schon logisch. Ich meine, klar, wenn ich den abknalle, dann erschießt er ihn. Also muss ich wohl ihn hier erschießen. Oder auch nicht. Ich soll doch nicht ernsthaft Dutch erschießen, oder? Maika soll ich umbringen? Aber ist doch gar nicht dabei. Hier steht Kapitän, Dutch und Levi. Hier ist doch kein... Ach, hier unten! Da ist ja auch noch einer. You're gonna die. Put your guns down. Den unten habe ich gar nicht gesehen. Ich habe einfach um mich geschossen. Herrlich, knall Maika ab. Thank you, Captain. I suppose you men are my cargo. Dutch Vanderlyn, I am sorry you got hurt. Captain, das sieht aber ganz schön ramponiert aus. Wer ist denn jetzt eigentlich gestorben? Ist jetzt Maika gestorben? Also ich habe da immer Probleme mit denen. Wer ist? Ich weiß, wer Dutch ist, aber da hört es schon wieder auf. Ich kann mir es einfach nicht merken. Ich weiß es nicht. Also, warte mal, da oben ist was Gelbes. Muss ich da hin? Werde ihn auch noch... Ja, weil du das schon sagst, dann wird es schon so sein, dass ich den hassen werde. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie... Skizzo. Genau so hieß er. Skizzo. Bei Days Gone. Das war ja auch so ein Mistkerl. Na, also kniest du dich mal bitte hin. Was 50% irgendwas erreicht. Och, jetzt stirbt er hier ganz theatralisch eine halbe Stunde lang. So, holen wir uns mal die Hutbedeckung. Ja, Days Gone macht wirklich viel Spaß. Also da stimme ich absolut zu. Werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter zocken, wenn ich hier durch bin. Weil das sind doch noch irgendwie noch offene Spiele enden oder sowas. Ob er mal zielt? Ja, danke. Na komm. Komm. Also. Du hast eine Horde nur mit Messer versucht. Oh. Das hätte ich mir nicht getraut. Oder zumindest wäre ich dann wahrscheinlich 200 Mal gestorben, wenn es reicht. Zielt er denn nicht? Mensch, du machst mich wahnsinnig. Auch nicht das Dynamit. Oh, da kennst du doch. Jetzt hat das auch noch geworfen. Ich habe das doch überhaupt nicht ausgewählt, Mensch. Er wirft einfach das Dynamit, der Vollidiot. Und da noch Worte. Na. Also das regt mich auf. Es dauert immer so lange, bis er mal hier schießt.
Braucht aber auch ganz schön lange. Ach, hallo Sven. Schön, dass du auch da bist. Ja, also ich würde auch noch gemütlicher laufen. Du hast ja alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Also eigentlich wollte Mayrim auch noch kommen. Ich weiß nicht, wo sie steckt. Vielleicht ist er einfach verhindert. Ich weiß es nicht. Aber naja. So, ich muss zur Kanone. Okay, dann machen wir das mal. Worauf soll ich denn das abfeuern? Hier drauf, oder? Ich vermute es jetzt mal. Ah. Ich habe ihn für dich erledigt. Can you handle the ship? I'll be fine. Come on. We'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear probably. Back to IT. Believe me, we'll be long gone by morning. Good. Thank you. Aber ist ja schön, dass die Typen wenigstens nicht rassistisch sind. We survived. Bei Dutch hätte es mich auch nicht mehr gewundert. Der bringt ja hier jeden irgendwie um die Ecke. Oh, Emmy liegt süß in der Ecke. Da im Flur. What do you mean, what now? I mean, we're headed back to Lemoyne again, and we're all wanted men. We slip ashore one by one, find out what's what. We don't cut and run now. Head back to Blackwater. No. Why not? Because. Last thing they'll be thinking is for us to turn up. We've been on the run for a while now, and it feels like our luck has turned. You know, and I ain't turning back. We had a good run of it, I guess. We ain't even played our hand yet. We just need to put some more money in our pockets. Make our escape. Broke, alone, they're gonna pick us off one by one, and you know it. Maybe. Not maybe. We need to split up, keep a low profile, try to track down the rest, but carefully, see if they send any mail. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. Wir finden uns irgendwann schon wieder. And then what? Then we meet up, we gather the family, we get some money and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy, and that's not what I thought we were gonna be doing here. We have been in a bad way. Listen. I will kill for my family. Das kann ich mir vorstellen. Any of you want to judge me for that? That's fine. But that is who I am. Anyone disagree? Anyone? Bin ich mal gespannt, wo sie überhaupt hinwollen. Dutch und seine Reden, genau. Also ich kann es ja in gewisser Weise verstehen, dass er für seine Familie tötet, aber irgendwie bringt er ja jeden um. Das ist irgendwie eher so... Also es geht ja nicht nur um die Familie, also der bringt doch jeden um die Ecke, haben wir doch gesehen. Selbst Arthur schien da ja nicht so begeistert davon zu sein. Was, lieber Onkel Tacitus... So, wo sind wir jetzt hier? Sind wir doch nicht wieder zurück, oder? Oder wo sind wir? Sollte das jetzt der Ort gewesen sein, dass... Die wollen nach Tahiti, ja, aber ob sie da hinkommen, ist wieder auch wieder eine andere Frage, gell? Naja. Suche nach der Bande. Shady Bell sind wir jetzt... Ich bin wieder da. Okay.
Also haben sie zurückgefunden, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, die sind jetzt abgedampft und werden nie wieder nach zurückfinden hier. Das hätte mich nicht... Also ich wüsste wahrscheinlich nicht ohne... ich weiß nicht, ob die Kompass haben, keine Ahnung. Oder, aber ohne Karte, ohne Kompass, ich glaube nicht, dass die irgendwie was hatten. Oder vielleicht hat man es noch nicht gesehen. Wessen Pferdchen ist denn das? Können wir das nehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir können die Satteltasche durchsuchen. Oh, das hat das Pferd gemerkt. Gut, das war jetzt nicht so, nicht so günstig. Wir könnten ja mal was essen. Nimm den Gaul. Ich kann den doch nehmen, aber der hat mich doch getreten. Wie soll ich...
Und mit dem Splitter umgehst du den Kopierschutz. Sonst könnte man das, so wie es jetzt hier ist, hier nicht sehen. Sonst würde nur dastehen, ist kopiergeschützt, kann nicht angezeigt werden, wie auch immer. Brauchst ein gutes Mikrofon natürlich. Oder Headset, wie auch immer, je nachdem. Ach, du willst ohne Kamera. Gut, dann brauchst du kein Bild in Bild. Dann lässt du das einfach weg. Aber Mikrofon sollte ja schon sein, dass man dich reden hört. Es sei denn, das möchtest du auch nicht. Aber das ist, weil es gibt ja auch Walk, das heißt ja Walkthrough. Das heißt also durchlaufen, das heißt, es gibt es auch, also ohne reden. Hallo? Reite nach St. Denis, ich bin wohl nicht richtig. Alex, sein Abo-Status sehe ich gar nicht mehr. Das steckt ja sonst immer da. Fürst ist gerade weg. Weiß nicht warum. Das ist bestimmt wieder ein Twitch-Fehler. Astro A50. Also da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ach, nachdem ich im Lager war. Was ich aber empfehlen kann, ist auf jeden Fall das Mikrofon von Rode. Das habe ich. Das ist ziemlich gut. Ist zwar relativ teuer, aber man hört einen sehr gut. Aber ich weiß noch, ich habe auch angefangen vor 6-7 Jahren oder so mit Let's Plays. Da habe ich auch noch ohne Facecam gemacht und nicht live. Da war das auch, glaube ich, noch nicht so vertreten. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We have gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them, in Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy. But apparently neither is too bad at this time of year. Please come see us when you can. Yours sincerely, Caroline. Gehen wir natürlich hin. Oh, danke, liebe Nichte Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. Gut. Milton keeps sending us back every day to search this place. There quite clearly isn't a gang of outlaws held up here. Glück, das ist gut, wenn du auf Geld nicht so achten musst, dann kannst du dir gutes Equipment holen. Da kannst du dich am besten bei, ja, im Internet nochmal belesen. Oder, also ich bin da in Facebook-Gruppen zum Beispiel. Da helfen sie einem auch immer, wenn man da Fragen hat. Werde ich auch noch überfallen oder was? Wenn ich hier alleine bin. Das gibt's doch wohl nicht. Alex, also eigentlich mit Prime musst du dich nicht nochmal einloggen. Du musst eigentlich nur auf Abonnieren gehen und dann mit Prime abonnieren. Dann müsste es eigentlich schon gehen. Also es sollte ja eigentlich... Oh, shit. Es sollte ja eigentlich immer Just for Fun sein. Also ich finde, so Let's Plays sollte man nie deswegen machen, um Geld zu verdienen. Zumindest nicht hauptsächlich. Weil das bringt's nicht. Das bringt nämlich gar nichts. Ich habe das ja, wie gesagt, vor 6-7 Jahren angefangen und das wird eh gleich mein Ende sein. Hab's super. Danke, Alex, für deinen Resub. Weil, also wenn man das wirklich nur macht, also das hat keinen Sinn. Wie gesagt, vor 6-7 Jahren, wo ich da halt angefangen habe, da war ja, ach, von Einnahmen war überhaupt nicht die Rede. Und deswegen hatte ich es ja auch nicht gemacht. Also ich habe es ja gemacht, weil ich Spaß dran habe. Diesmal ohne blöd anstellen. Ach, du machst Fotografie? Das ist ja interessant.
Also richtig professionell, nehme ich an. Raus aus dem Haus, okay. Also ich bin ja auch bei Instagram. Wie heißt du denn da? Merlin, heißt du da auch so wie hier? Oder heißt du da anders? Also wenn man mich woanders sucht, ich heiße immer Lovely Serasa. Also Studio 38. Ja, da schaue ich auf jeden Fall mal rein. Und jetzt kommt Emmy. Moment, muss ich Pause machen, um die Dicke hochzuheben. Och, ist das ein dicker Brocken, hm? Du bist ganz schön schwer. So, einmal in die Kamera lächeln. So, guck mal hin. Hm? So, und jetzt mach brav Platz. Ja, also wie gesagt, da gucke ich gerne mal. Hallo zurück von Emmy. Ach, du hast kein Fotoshoot, das macht doch nichts. Aber ich finde es schön, wenn man ein Hobby hat und wenn sich dann halt auch anbietet, damit Geld zu verdienen. Ich meine, warum nicht? Spricht ja nichts dagegen. Man sollte es halt nur nicht dann nur wegen Geld machen. Ich meine, so gesehen, meinen Job als Altenpflegerin mache ich ja auch nicht nur für Geld. Klar, hauptsächlich schon, aber das ist halt auch so was, was man nie... Gerade auch Altenpflege sollte man nie machen, nur für Geld. Das bringt auch nicht viel. Dein Pferd ist fort. Gibt's doch wohl nicht. Aber ich sehe doch da noch. Da ist es doch von wegen fort. Was redest du denn für einen Quatsch hier? Glaub's ja wohl. So. Naja, ja, also so direkt Geld nehmen, da hast du auch recht, ja. Aber ich verdiene jetzt hier auch nur, das sind ja auch nur ein paar Euro jetzt, die ich verdiene. Das ist ja alles so nebensächlich, das ist ja mehr, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Kann sein, dass es die ganz großen Streamer nur machen, um Geld zu verdienen. Also, ich will, Gottes Willen, ich will jetzt keinem was vorwerfen. Ich habe keine Ahnung, warum die das, ob die das wirklich aus Spaß machen oder nur für Geld. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da einige gibt, die das wirklich nur für Geld machen. Und welche, die tausende Abonnenten und so haben, die können ja dann locker die Miete davon bezahlen. Aber ich muss auch sagen, ich brauche das gar nicht. Jetzt so 1000 Abonnenten oder so, da hat man ja selber auch gar keinen Überblick mehr. Also ich finde das so schön, wie es so ist, finde ich das ganz gemütlich, wenn da sozusagen meine Hauptzuschauer immer hier sind. Also das ist mir wesentlich mehr wert, als wenn ich jetzt hier 1000 Leute im Chat habe, wo ich selber gar nicht mehr hinterherkomme. Just about. Come inside. Come on, it's raining. Hey everybody, look who's here. Hey, y'all done? Ja, na dann. Dann ist doch gut. Ist aber schön, wenn du auch so ein Hobby hast. Wurde noch nicht aufgehängt. Ach, sieh hier, an die erinnere ich mich noch. Ich weiß nur nicht mehr den Namen. Howdy. Der 10.000. How did you folks find each other? What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch.
After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. 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 Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew. Oh, ist das kein Untertitel? Fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own. Verstehe doch das alles nicht, was sie da in quatschen. Absence, Mrs. Adler here. Mensch. Wo sind diese Untertitel weg? Das gibt's doch gar nicht. Hier habe ich die aus Versehen ausgestellt oder. Oder war das jetzt ein Fehler vom Spiel? Das kann auch sein. Hier scheinbar nicht. Egal, was der sagt. Ja, Mensch. Sven, ich dachte erst mit 10.000. Meinst du den 10.000 aus hier, The Nation? Allgemein. Ach, ich lasse es jetzt erstmal so. Oh, blöd ist es schon. Has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Already? On behalf of Cornwall, Kerosene and Tar, the United States government. Arthur müsste sich mal wieder rasieren. Finde ich zumindest. Give them to a count of five, then give them everything. Actually, let them have it. Also bis 15 war jetzt nichts mehr. Oh, bringen die uns hier alle noch um oder was? Die sind wir nicht ganz dicht. Warum komme ich nicht vorwärts jetzt? Ich würde ja gerne. Warum kriegt er denn so langsam? Tür und Deckung. Ach was, du solltest dich auch wieder rasieren, Sven. Gucken, was Emmy hier treibt. Geguckt. Scheiße. Ich schieße doch. Ich muss den folgen jetzt erstmal. Och, jetzt hänge ich hier fest. Oh,
bin ich auch noch im Wasser. Ich kriege eine Mais. Och, das gibt's doch nicht. Was sind sie denn nur? Müsste ich mal ducken. Ich sag mal. Schießt, da vergehen ja 100 Jahre. Wie immer, alle abknallen. Mensch, warum hänge ich denn jetzt hier wieder an so einem Baum fest? Das gibt's doch gar nicht. Na, schieß! Wie glaubst du es denn? Ach nee, das gehört zu. Der gehört ja zu mir. Wollte ich bitte einfach meinen umbringen. Aber lass dir noch mehr Zeit zum Plündern. Das gibt's doch wohl nicht. Unglaublich. Das ist wieder eine Ballerei hier. Ja gesagt. Ah, scheint sich jetzt schon erledigt zu haben. You saved us, Arthur. Oh, man. Bill and Sadie. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly, we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sorry. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John? Okay, forgive us. He's in jail. We'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, Mesa. Not now. I'm begging you to. They're gonna hang him. Break my... the boy's heart. Please, do something. We will. Okay. I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Now? Yes, now. Meet me at Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay.
My lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. The whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we've gone through. Ach, ich habe Emily wieder. Also die Emily, nicht die hier. Die hatte ich die ganze Zeit. So. Aber ich dachte echt, wir sehen die alle nie wieder. Also da bin ich ja nur wirklich froh. So, streicheln auf jeden Fall mal. Okay. Ja, das gefällt dir, gell? Wem gefällt den Streicheln nicht? So, ich wollte. Wie war denn das mit. Ach ja, Pferdeinventar war hier. Nichts. Doch hier. Was haben wir denn hier? Kann ich das nicht in meine Tasche eigentlich umtun? Aber anscheinend nicht. Ist ja blöd. Ich hatte das doch gegrillt. Wo ist denn das gegrillte Zeug? Ach, hier. Gekocht. Öffnen. Ah, ich kann es nur essen. Sehen, wenn ich es esse, ob das irgendwas... Nee. Gut. So, nach St. Denis, sagst du? Muss ich mal auf die Karte gucken. Also hier müssen wir erstmal zu Dutch, oder was? Das D steht ja scheinbar immer für Dutch. Sadie Adler. Gehen wir erstmal zu Dutch, würde ich sagen. Hm? Nein? Nicht? Okay, gut, dann gehen wir doch erst. Wenn du das sagst, dann gehen wir hier hin. Werde ich da nicht schon gesucht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ach, jetzt habe ich die falsche Sicht. Okay, take it easy. Bring das Pferd weg von hier. Das habe ich auch noch. Oh, glaubst du es denn? Ich muss erst hier raus, damit ich dann... Ach, das ist doch nicht zu fassen. Was ist denn da dran jetzt schlimm, wenn das hier steht? Vielleicht, wenn es Pferdeäpfel ablässt oder was, ich weiß es nicht. Habt ihr eigentlich das Video bei Instagram gesehen, was ich in meine Story geladen habe mit Emmy? Glaubt ihr, dass die läuft nicht mal um den Block da draußen bei dem ganzen Schnee? Wenn das so kalt ist, da hebt sie ihre Füßchen und dann, oh nee, viel zu kalt. Also wenn das keine Prinzessin auf der Erbse ist, dann weiß ich auch nicht. Also das war auch kein Salz gestreut oder so, nichts. Das war einfach nur wegen dem Schnee hat sie die Füßchen gehoben. Also unglaublich. Ja, das war süß. Aber ich habe so gelacht. Das ging gerade mal hier bei meinem Blog bis hier vorne hin und dann war Schluss. Dann war es zu kalt schon. Also unmöglich.
Es ist ja ganz gut, dass wir eine Hundetoilette haben. Also ich, meine Eltern auch. Für solche Fälle halt, weil die Prinzessin bei Kälte nicht laufen will. Also, unglaublich. Ach, Arthur, willst du noch einschlafen beim Absteigen? Oh. Okay. Ihm geht's nicht gut. Was macht er denn jetzt mit mir? Der will mich hoffentlich nur auf die Krankenstation bringen und nicht hier ausnehmen oder was weiß ich. Mister, are you okay? Mister, are you okay? Are you okay, Mister? Mister, you don't look so good. Let's get you to a doctor. Oh, oh, das erinnert mich an die Szene, wo er mal angehustet wurde. Das ist zwar schon ewig her, also, wo ich das gespielt hatte. Und da hatte mich ja schon jemand, wie kann man das Spoiler nennen, der gesagt hat, na, hast du gemerkt, der hat dich angehustet. Das war für mich, ja, wie ein Spoiler, dass er krank wird. Weiß nicht, Tuberkulose oder was war damals so schlimm? Oh Gott. War das jetzt schon Blut an der Hand? Ich glaube ja, ne? Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Ja, wie denn jetzt? Ist aber schön, dass ihm gleich geholfen wird, dass nicht gesagt wird hier, wie heutzutage. Na, da kriegen sie einen Termin in 10 Monaten. So ungefähr. Wo soll ich denn hin sitzen? Scherz, ich weiß ja nicht, was jetzt hier witzig ist. You got money? I mean, before I start treating you, cause I got a family. Yeah, I understand. Here, that do you? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Er sieht aber auch schlecht aus, ne? Let me see your tongue. Say ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Sag es doch, Tuberkulose. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. You. It's a progressive disease. You'll be. The best thing is rest. Getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Ich glaub nicht. Sure, I can just take my winters in my country club in California. Oh, es sieht schlimm aus. It's not possible. Well. Und der raucht noch neben ihm. Na, schönen Dank auch. Like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, but wait, wait. Let me get you a little bit more energy today. Oh Gott, diese Spritze! Noch dicker geht die Kanüle wahrscheinlich nicht. Oh, oh, die Hände. Oh, es sieht schlimm aus. Oh. $10 hat das nur gekostet. Okay, damals war das ja mehr wert. Die Nadeln, ja, also ehrlich. Der wird doch nicht jetzt schon sterben. Also wie gesagt, ich bin mir ja 100% sicher, dass er stirbt. Also ich habe mich jetzt nicht gespoilert oder so. Ich bin einfach nur trotzdem zu 100% sicher, dass er sterben wird. Ich wusste nicht genau wie, aber jetzt ist es ja naheliegend, dass es an Tuberkulose sein wird. Don't make me beg you, Arthur.
Hat er jetzt Wahnvorstellungen? Sven, kennst du die Story eigentlich schon von dem Spiel? Nein, gar nicht. Also es ist auch für dich hier. Das erste Mal mit bei mir. Jetzt könnte ich meinen Ruf nochmal retten. Der Ruf ist, glaube ich, schlecht. Aber wie soll ich den retten? Was soll ich machen? Wie merke ich jetzt eigentlich, dass mein Ruf schlecht ist? Und wie kann ich den retten? Das ist jetzt meine Frage, die mich interessiert. Und ist es dann entscheidend, ob ich in den Himmel oder Hölle komme, oder... Ach, Leute grüßen. Ach, hallo Mandy. Schön, dass du da bist. Leute grüßen, das bringt's schon. Okay. Das verbessert meinen Ruf, nur wenn ich Leute grüße, okay? Ob ich das auch mal ausprobiere, hier draußen auf der Straße grüße ich einfach die Leute, aber heutzutage bei Corona hauen sie höchstens ab. Tja, Mandy, unser Freund hier hat Tuberkulose. Ja, noch. What happened in Guam? Yeah. Nothing nice. Aber wie ich Arthur kenne, der ruht sich doch im Leben nicht aus. I don't know. Seems as what began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. A slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And da geht ja wohl drauf. Ja, eben, das meinte ich auch, Alex, dass es, also in dieser Zeit sind, glaube ich, sehr viele an Tuberkulose gestorben, weil es halt, wie du schon sagst, die passende Medizin nicht gegeben hat. Und da hat ja nur Ruhe geholfen. Wenn überhaupt, aber selbst das wird Arthur auch nicht machen. Ich kenne ihn doch. Oh, was mach ich? Jetzt hänge ich mit dem Pferd hier fest. Emmy? Die pennt. Mandy, hier ist Emmy übrigens. Ja, jetzt ist natürlich leicht auszurechnen, was mit ihm passieren wird. Weil ich sehe das schon vor mir, dass er, wie jetzt auch, er muss natürlich überall hin. Er muss natürlich hier... was weiß ich für Sachen machen, sich Stress aussetzen und so weiter. And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. What? It's on an island, ain't it? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a hot air balloon. You ain't serious. Now, the pilot, or whatever you call him, he thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey, we didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. You can see it. Heron's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us.
Deine Oma hatte das nach dem Krieg zweimal. Du bist dann dein Leben lang gelistet und musst immer wieder zur Untersuchung. Aha. Ja, und heutzutage ist es Corona. Mr. Bullard. Mrs. Adler. Wer weiß, ob nicht vielleicht auch sowas alles als Corona gleich verkauft wird. Also, wundern würde es mich zumindest nicht. Arthur Morgan. It's a nice fresh day for flying. Ich soll jetzt mit ihr Ballon fahren? Day like today and Icarus would have made it across the sea. Tja. Na, auf Icarus, aber kann bin ich mir auch nicht sicher. It's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on. Ihr kennt doch bestimmt auch die Geschichte vom Icarus. Wenn nicht, erzähle ich's euch. Hat auch natürlich eine typische Moral. Does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above! Or below. Er sagt eine Blume wie Mrs. Adler und sie spuckt. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull up. Ich bin nur zweimal abgestürzt. Hope for the best. You boys have fun. How did you get out of this? Ich muss spionieren, wo John gefangen ist. Off we go, then. It really is relatively safe. Up and away. Ich habe auch mal eine Ballonfahrt mitgemacht, aber... Also an sich ist es was Schönes, wenn man keine schlimme Höhenangst hat, so wie ich. Also wir waren ja ziemlich hoch damals und das war heftig, also mit meiner Höhenangst und dann in diesem kleinen Körbchen, das war für mich die Hölle. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster. Ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch gegen TBC geimpft werden sollte. Impfpflicht gibt's ja nicht, aber ob man das sollte, das weiß ich gar nicht. Also das sieht hier auch schon cool aus, ne? Oh, aber wenn ich das schon sehe, dann wird mir jetzt schon schlecht. Also das war... Oh. Die Aussicht und alles so, das war alles wirklich super. Aber guckt mal, in diesem... Wir waren auch in so einem kleinen Körbchen und das war für mich grausam einfach nur. Frag mich auch, wieso ich das mir überhaupt mitgemacht habe. Ich meine, ich hatte es meiner damaligen Ex-Freundin geschenkt, eine Ballonfahrt, zu zweit. Und ja, bin ich halt mit und... Aber wie man sieht, ich lebe noch. Aber der Ballonfahrer war sehr, sehr nett. Der hat mich auch gut abgelenkt. Der hat ja gemerkt, dass ich so Angst hatte. So long as it works. Maybe he's off the throttle there, sir. Oh, ich darf nicht so lang. Oh. We're too high, sir. The air isn't moving. This is good. Nice airflow here. You sure you shouldn't be doing this? Oh, not at all. A child could operate this. Bist du bescheuert? Ich würde da nie einsteigen. Also ich weiß eigentlich, jetzt heute weiß ich gar nicht mehr, warum ich das... Also ich hatte das meiner Ex-Freundin, glaube ich, zum Geburtstag oder so geschenkt. Aber wieso ich das gemacht habe, fragt mich nicht. Wieso ich mir das selber quasi angetan habe, ich weiß es selber auch nicht mehr. My brother's called Baldessario, so you could say I got off lightning. Look, I'm trying to concentrate here. Ah, that's better. Oh, das sieht schon cool aus, ne? Oder? Also die Grafik jetzt hier so mit, das sieht schon toll aus. Also so kann man nichts sagen. Also selbst Fliegen ist bei mir grenzwertig. Also was heißt grenzwertig? Also ich musste, hab lange gebraucht, um meine Flugangst zu überwinden. Oder, also überwunden habe ich es immer noch nicht. Also ich habe immer noch panische Angst beim Start und der Landung.
Ich vertraue einfach diesen Metallvögeln, sage ich mal so, vertraue ich nicht. Ja, ich weiß, Fliegen ist die sicherste Art der Fortbewegung und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das ändert ja nichts daran, wenn man Flugangst hat. Muss ich eigentlich jetzt wieder höher oder was? Ja, ich muss zu dem Punkt da, ne, wahrscheinlich. Ja, ich drücke doch schon. Wart's doch erstmal ab, Mensch. Nix fliegen. Ja, Mandy, aber da sage ich immer dazu, was macht man nicht, um seine Träume zu erfüllen? Also das war ja, weil es mein Traum war, USA, Asien und so. Das war der einzige Grund, warum ich in ein Flugzeug gestiegen bin. Also so an sich freiwillig hätte ich das nie gemacht. Und beim allerersten Flug, der natürlich gleich nach New York ging, warum nicht klein anfangen? Nein, ich muss natürlich gleich 8 Stunden fliegen. Da hatte ich richtig Panik, die ganze Flug über. Also das war schon heftig. Na toll. Der Micha geht nun ins Bett. Jetzt weiß ich aber, dass du Micha heißt. Das wusste ich ja auch noch nicht. Oder hattest du das gesagt? Wenn ja, tut es mir leid, dass ich es vergessen habe. Mein Gedächtnis. Gleich Weltreise gemacht. Auf jeden Fall, dann schlaf gut, Micha. Bis hoffentlich das nächste Mal wieder oder bis bald. Also, ich wollte euch ja noch die Geschichte vom Icarus erzählen, für die, die es nicht wissen. Das war irgend so eine... Also hundertprozentig weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt eine Legende, eine Sage, wie auch immer gewesen ist. Jedenfalls war Icarus irgendwie ein junger Mann, der hatte sich Flügel selber gebastelt aus Wachs, warum auch immer. Und sein Vater hat ihn gewarnt, also er wollte unbedingt fliegen. Sein Vater hat ihn gewarnt, flieg nicht zu hoch, damit die nicht verbrennen. Und flieg aber auch nicht zu tief, damit er hier nicht im Wasser landest oder wie auch immer. Und er hat natürlich nicht auf seinen Vater gehört, fliegt ganz weit hoch, bis seine Flügel schmelzen und stürzt ab. Also die Moral von der Geschichte, hör immer auf deine Eltern. Sozusagen. Griechische Sage, so war das. Genau, so war das. Bis bald, Merlin. Bis bald hoffentlich. Schlaf gut. Ja, also irgendeine Sage war das gewesen. Wenn du schon sagst, griechische Sage, dann war es auch so. Es gibt ja auch ein Reiseunternehmen, wenn es das noch gibt. Heißt Icarus Tours. Und da musste ich sofort natürlich an die Geschichte denken. Ich finde irgendwie solche Geschichten so manchmal ganz interessant. Auch wenn es klar erfunden ist. Ich meine, Flügel aus Wachs, wie kann man da bitte fliegen? Aber, naja. Oh. Also Alex, ich glaube, du bräuchtest mal wieder eine Auszeit, oder? Wäre jetzt meine Empfehlung. Ich glaube, du... müsstest dich erstmal wieder zurückziehen, krankschreiben lassen oder so. Weil, also was du alles so erzählst und jeden Tag so ausgelaugt, also das klingt nicht gut. Aber erhol dich gut. Jetzt bin ich wieder zu hoch. Der sinkt aber auch relativ schnell, ne, finde ich. Oder muss ich jetzt runter? Ich glaube, jetzt muss ich, ne? Sieht so aus. Ja, übernimm du ruhig. Das ist mir ganz recht. Ach so, jetzt muss ich... Wie er blinzelt! Man sieht, dass er blinzelt. Ist er das? Oder, ach nee, ich kann ranzoomen. Ich dachte, er blinzelt. By the barn.
was not the tour I had in mind. I see some on the oh, right. Bei Lärm stürzt das aus. Also das ist nicht... Klingt überhaupt nicht gut. Also Tinnitus hat ja, glaube ich, auch was mit Stress zu tun oder kann damit was zu tun haben. You look a little suspicious, wouldn't you say? Try up a bit to your right. Weiter rechts. I see someone up to your right there. Hier? Nee. Should we think about heading back? Ja, ich finde nichts. Was will er denn? I might be wrong, but it looks like you have the binoculars too high. Zu hoch. Also try on the right, a little lower. Hä? Versteh's nicht. I can't believe we're doing this. Try up a bit to your left. Ein wenig hoch und nach links? Hier. No, not there. Wo soll er denn sein? Is he one of those on the left? Vor allem, wo soll er denn sein? I think I see some people down to your left. Weiter unten links. Up a bit from there. Aber ist ja gut, dass er mir hilft, dass er sagt, hier oben, unten, rechts, links. I see a group just above where you're looking. Ach, hier. To the right there. Is that him? Die sehen aus wie KZ-Häftlinge. Oder? Das hat irgendwie was. Schießen die jetzt auch noch auf uns? Das war ja klar. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt wieder weiter aufsteigen soll. Okay, mach's gut, Sven. Oh, schön, du stürzt ab. Good Lord, my heart is pounding. Oh, der arme Mann ist fix und fertig da im Korb. Ich hab ihn fix und alle gemacht. Well, it's done now. Amy? Der dicke Brocken liegt hier noch so. Wir mussten sie ein bisschen ja noch auf Diät setzen, weil sie ja nicht läuft im Schnee. Ja, der stirbt gleich, dann hat er keine Probleme mehr. Na da. Ach, jetzt muss ich auch noch vom... Du lieber Gott. Soll ich überhaupt auf die schießen? Ja, ne? Ich treffe natürlich hier kein Scheunentor von hier oben. Aber ja, doch ins Kreuz. Es ging ins Kreuz, das geht auch noch. Also bis Arthur mal nachgeladen hat, ne, da wird eine alte Frau wieder jung. Habe ich auch von meiner Mutter übrigens den Spruch, da wird keine alte Frau wieder jung. Habe ich auch mal gesagt, was? Weiß, wisst ihr, wenn ich mich jetzt mit irgendwas nicht ausgekäst habe und meine Mutter dann, bis du mal fertig bist, da wird eine alte Frau wieder jung. Vorher noch nie gehört. Ich glaube, jetzt habe ich das Pferd mit abgeknallt, kann das sein? Ach, da sind ja noch welche. Ich dachte, es wäre es gewesen. Ich sehe nichts durchs Gebüsch. Ach, der ist schon gut. Das ist doch Sadie hier, ne? Oder kommen ja noch welche? Sag mal, was haben diese noch alle? Sagen wir mal Schluss jetzt hier. Na komm. Oh. Tja,
aus dem Korb gefallen ist. Das sah ja jetzt köstlich aus. Ja, soll sie doch hochkommen. Man kann dir die Schuhe beim Laufen besohlen. Das ist ja auch der Gipfel. Ja, ich drücke doch schon. Benutze das Seil. Ach du lieber Gott. Ja, doch. Es ist wieder nicht zu tief, nicht zu hoch. So, und jetzt aber zackig. Aber das habe ich wirklich auch noch nicht gehört. Die Schuhe beim Laufen besohlen, das habe ich noch nicht gehört. Ziehen. Ach so. Ich muss die Frau hochziehen. Ich habe gedacht, was soll ich denn machen? Ich dachte, sie schafft es vielleicht. Nein. Ja, doch. Also, diese ungeduldigen Frauen. Och, Emmy. Hat sie Positionswechsel gemacht. Also bei uns war die Landung Gott sei Dank sanfter. Oh, damn it, look. There's more of them on the other side. They must have followed us. Get behind something. This ain't over yet. These goddamn old Driscolls. You can't leave it for one day. Nee, Mandy, ich habe den Spruch wirklich noch nie gehört. Ja, so lang streame ich jetzt sowieso nicht mehr, Alex. Oh nein, ich habe aufs Pferd gezielt. Ich wollte auch so. Ich wollte das Pferd nicht treffen. Hauen sie jetzt ab? Oder nicht? Schön in die Brust, nein. Hinter uns? Na super. Ach, Arthur, jetzt duck dich doch mal. Nimmst dich hier wieder der erste Mensch. Das sagt auch meine Mutter immer. Also ehrlich, wie der erste Mensch. Man kommt bei euch eigentlich auch keine Post. Ich warte auf Post und krieg's ewig nicht. Hab da heute schon angerufen, wo ich was erwarte. Seit einer Woche. Also ich vermute mal wegen dem Schnee. Konnte es jetzt nicht zugestellt werden oder was? Aber muss ja trotzdem alles weitergehen. Ich meine, wir müssen ja auch zur Arbeit. Also... nichts für ungut. Weiß nicht, ob die Post da gesagt hat, och, dann teilt halt in zwei Wochen aus. Sadie, schau dir diese Feiglinge an. Gib dich zu Sadie, steh doch neben mir. I only left you an hour ago. You can't stay out of trouble for one goddamn hour. You got that poor bastard killed for his troubles. I kind of liked him. They got combed. Oh Gott, ich habe ihn irgendwie gemocht. Ist ja niedlich. Hang him. Okay. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. Gott, Arthur, rasier dir diesen Bart ab. Es ist ja fürchterlich mit anzusehen. Das Gestrüpp. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston.
And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. Du backst nebenbei Kuchen? Oh, so schön, dass du mal wieder zu Opa gehst. Yes, feels. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. Boss. I heard that. So, Mission abgeschlossen. Das ist ja Icarus und Freunde. Das ist ja ideal, um den Stream für heute zu beenden. Und Emmy schläft sowieso. Gut. Dann, ja, morgen geht's weiter, wenn nichts dazwischen kommt. Man weiß ja nie. Schön, dass sie jetzt da war für die letzten beiden Tage, Mandy. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich hoffe, das ist jetzt öfter, wenn du mal Zeit hast. So würde ich mich sehr drüber freuen. Und genau. Dann bis morgen oder bis bald, hoffe ich. Also, tschüssi.